Auf der anderen Seite des Pazifiks ist Manu ganz kurz davor, ihr Enkelkind endlich auf den Arm nehmen zu können. Nach der Nacht im Hotel ist ihr schon ganz warm ums Herz, aber auch nur da. Mit 12 Grad ist Oregon im Frühling halt nicht Hawaii. Es ist ein bisschen kälter hier, ja, als ich es so gewohnt bin. Und ich glaube, ich muss meine Jacke bei Janina erstmal ausleihen, weil was Wärmeres habe ich nicht mit. Aber ich freue mich jetzt natürlich, dass ich da jetzt endlich hin kann und dass ich die vier, inklusive Max, natürlich jetzt auch mal wieder sehe und die kleine Ayla begrüßen kann. Und nicht nur das Wetter ist hier gewöhnungsbedürftig. Janina und Coleman wohnen in einer typischen US-Vorstadtsiedlung. Das hier ist so eine Wohngegend, die nennt man Cookie Cutter, weil die Häuser alle gleich aussehen oder ziemlich gleich aussehen. Und die haben auch alle so einen Zaun drumherum und jeder ist so abgegrenzt. Für mich und Conny wäre das, glaube ich, nichts, weil wir wohnen eigentlich immer gerne so, dass das Grundstück nicht einsehbar ist. Und hier hast du eigentlich überhaupt keine Privacy. Und so bekommt wohl die ganze Nachbarschaft mit, dass Oma Manu aus Hawaii angereist kommt. Okay, in a minute. Ja, Charlie ist eigentlich immer schüchtern, egal. Wenn ich hier bin, also wenn ich ganz frisch ankomme, ist er immer ganz schüchtern und verkriecht sich erstmal bei Mama oder Papa. Und dann dauert es halt ein paar Minuten und dann taut er auf und dann kommt er zu mir und ruft Oma und nimmt mich in den Arm. Aber das ist normal. Also da mache ich mir gar nichts raus, wenn er am Anfang mich noch nicht so wirklich sehen will. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Und dann sieht Manu endlich zum ersten Mal ihre Enkeltochter. Hi. Geschlafen. Ja. Der Sugar. Ja, die Haare oben gehen langsam mal wieder nach hinten. Ja. Ich habe eine Blumenkette. Die größte Blumenkette. Für Ayla. Die es gab, für Ayla. Die so lang wie sie. Ja. Oh ja. Look how long. Ja, die riecht gut. Also natürlich guckt man schon so ein bisschen, wem sie ähnlich sieht, aber ich kann es irgendwie noch nicht so richtig rausfinden. Also, ich gucke hin und sehe Janina in Mini, dann gucke ich wieder hin und dann sehe ich einen Mini Coleman. Also ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden. Also, aber sie entwickelt sich ja auch noch, sie ist ja noch so klein. Und ja, bei den ersten Fotos habe ich auch immer so, das eine Foto sah sie nach Janina, das andere nach Coleman. Also vielleicht hat sie sich selber noch nicht so entschieden, nach wem sie kommen will. Man merkt schnell, für die ganze Familie ist das Leben mit zwei Kindern noch sehr ungewohnt. Und Max scheint noch gar nicht zu wissen, was das da genau werden soll. Und auch Brüderchen Charlie muss sich umstellen. When we brought Ayla home, I think Charlie was a little bit jealous. He's gotten used to her more. He did ask to take her back to her home or to the hospital once or twice. But now I think he's fitting into his big brother role and is excited to have her around. Ja, Nina war ja 2,5, als Jason geboren wurde. Und bei denen ist es ja genau andersrum. Und ja, Nina, die war am Anfang auch eifersüchtig, als sie nicht mehr der Mittelpunkt war. Und ja, ab da musste sie halt auch alles teilen. Ging aber recht schnell bei den beiden, dass sie sich jetzt dran gewöhnt hat. Und dann war sie wie so eine kleine Mama zu Jason, die dann auch eingecremt, durfte ihn auch mal anziehen und so. Also ja, das ging dann schon.
Auch wenn man beim zweiten Kind deutlich entspannter ist als beim ersten, aus den eigenen Erfahrungen von früher weiß Manu, es darf sich nicht alles nur ums neue Kind drehen. Guck mal, Charlie. Oh. Noch ein Geschenk. Say thank you, Oma. Thank you. Yeah. Wow. Oh, look, Charlie. It has a shark. A shark look. What is this? Ooh. Your kitchen. Als wir Charlie nach Hause gebracht haben, da waren wir, glaube ich, ein bisschen mehr vorbereitet. Mit dem Zimmer war fertig. Wir haben, weiß nicht, wie viele Bücher darüber gelesen. Dieses Mal haben wir halt gedacht, okay, wir haben es schon einmal geschafft, dann schaffen wir es auch ein zweites Mal. Can you say thank you to Oma? Thank you. You're welcome. Oh, I want to go upstairs with Oma. You want to go upstairs with Oma? Okay, we'll go up in a little bit. But the Oma will be fine, isn't it? Okay. You want to go up now? Yeah. Frag doch mal, ob Oma mitkommen möchte. Sag, Oma, möchtest du mit hochkommen? Ja. Mama, can you hold me? Yeah. Oh, Oma, okay. Kannst du Oma dein großes Bett schon zeigen? Can you show your big bed? Was ich halt bei Charlie so niedlich finde, ist, er redet Deutsch und er redet Englisch. Und manchmal mischt er das auch ein bisschen und er redet mit mir in beiden Sprachen. Und vielleicht ist er sich bei mir ja auch noch nicht so sicher, ob ich jetzt mehr Deutsch oder mehr Englisch rede, ich weiß es nicht. Aber ich finde es eigentlich wirklich niedlich. Yeah. Ja. Wo ist denn dein kleines Bett? Das kleine Bett ist jetzt ein großes Bett. Ha. Ja. Ein großes Bett hast du jetzt. Tja, schade, dass Opa Conny jetzt nicht dabei ist. Er und Charlie haben eine gemeinsame Vorliebe. Den Mittagsschlaf. Sleeping Game mit Opa. Hast du schon mal Sleeping Game mit Opa gemacht? Opa macht jeden Tag Nappy. Ganz lang. Machst du auch Nappy? Machst du auch Nappies? Ja. Ja. Okay. Liest du mir eine Geschichte vor? No? Nicht gut. Okay. Manu wird wieder einmal so richtig bewusst, wie sehr sie diese gemeinsame Familienzeit vermisst. Manchmal ist die Abgeschiedenheit Hawaiis auch eine Zerreißprobe. Wenn Charlie dann halt hierhin rennt und dahin rennt, Verstecken spielen will, Ball spielen will und dies noch spielen will, dann rennt man halt immer hinterher und macht das, weil man hat ja nur ein paar Tage im Prinzip und dann reißt man ja schon wieder ab. Natürlich weiß ja Nina, wie sehr ihre Mutter solche Momente berühren. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das ein paar Mal mehr im Jahr schaffen, dass wir uns gegenseitig besuchen können. Das Beste in solchen Momenten ist dann Ablenkung. Und da hat Janina auch schon eine Idee. Wir haben jetzt für heute geplant, dass wir auf eine Tulpenfarm gehen und da mal vielleicht ein paar Familienfotos zusammen machen und einfach ein bisschen Zeit genießen.